Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Wir schauen mal, ob wir heute irgendwie in der Main Quest weiterkommen, wie ich gestern gesagt habe. Ich bin gespannt. Ich möchte es nicht versprechen, aber wir schauen mal. Vielleicht beenden wir ja jetzt auch die Casey Carmel Quest. Guckt mal da. Sunblock 5000. Who's there? You have to help me, man. Who's there? This shit is burning my skin. Das ist das Auto. Ja, es sieht ein bisschen doof aus, ne? Mit dem Sunblock und so. Oh. Eine Kamera. In der Wand verborgenes Kameraobjektiv. Womöglich gibt es einen Geheimraum. Blutgruppe Abi minus. Das Brühmodell stammt mit dem von Jerry Jenkins überein. Stimmt mit dem von Jerry Jenkins überein. Das Profil des Hammerkopfs passt zu den Schädelverletzungen des Opfers. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent! I swear! You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins, the guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it! Wir waren noch nicht in dem Geheimraum, fällt mir gerade ein. Why would Jenkins be meeting a prostitute here? When there is a motel across the street. His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Da ist der Zugang. Muss ja irgendwo hier sein.
Dann, So, did you find anything? Nö. According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Warum schweben seine Hände? Wieso kann er sie nicht ablegen? Gut, dann gehen wir jetzt zurück und verhaften Jerry Jenkins. Ah, wenn ich in ein Polizeiauto einsteige, kann ich quasi zurück in die Wache oder so. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Oh, wir können das Graffiti da, glaube ich, anzeigen oder so. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Katze. Unzulässige Lackierung, aber wen bestrafe ich dafür? Hier ist niemand. I can't let you in, Robo. We're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days, ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Wenn das mal kein krasser Werbespot wird. Weil die beste Idee gegen Sonnenbrand ist einfach, einen Körper aus Stahl zu haben. Hier ist übrigens eine Telefonzelle. Aktiviere mal die Quest. So, something interesting in that barrel? My sandwich fell in. Well, you've been dreaming of a hot meal, so here it is. Außer Betrieb. Schade. Warte, war das hier hinten? Ja, hier hinten hey, war der Parkplatz. I'll learn less if you hang around here. Mein Ohr juckt. Wartet. So. Ha, das ist tatsächlich sogar die Telefonzelle, die wir gebraucht haben. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Wenn ich jetzt das erste nehme, ich weiß, ihr könnt mir nicht antworten. Also ihr könnt mir antworten in den Kommentaren, aber ich muss die Entscheidung jetzt gerade alleine treffen. Wenn ich jetzt das erste nehme, geht das Spiel dann davon aus, dass ich ernsthaft Nuke probieren möchte und ich dann gegen das Gesetz handle? Oder kann ich das sagen, um ihn einfach aus der Reserve zu locken? Could you advise me how a person who would like to try Nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! But wait! Your voice. You sound like...
a future happy customer. Fucking RoboCop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalized phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket, apartment 6! There's some guys here! I think they mean business! Hurry! He's on the phone! Soll ich dem noch helfen? Ah. Kann ich jetzt wieder schießen? Ach, das ist jetzt die Tür, die so geleuchtet hat, wo wir wahrscheinlich reingehen. Ja, tatsächlich. Katze! Was hat er gesagt? Wohnung 6, oder, ne? Und hier komme ich nicht hoch. I hear footsteps. If someone starts shooting again, make sure the kids hide under the bed. Nur weil man Schritte hört, muss man ja nicht gleich davon ausgehen, dass wieder jemand schießt. Es scheint hier alles ja ein bisschen anders zu sein als bei uns in Deutschland. Zumindest. Ich will es jetzt nicht generalisieren auf ganz Deutschland. Zumindest da, wo ich so verkehre. Gut, gehen wir mal in diese super ausgeleuchtete Wohnung, dass man das Ziel auch gar nicht verfehlen kann. Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Aber das Bild rechts passt gerade nicht mit den Fußspuren an der Tür überein. Hier muss ja jemand rückwärts vor der Tür gestanden haben, ist mit dem Rücken zur Tür, und nach hinten getreten. Oder die Spuren sind jetzt davon, dass hier jemand rausgelaufen ist, aber sonst macht das hier mit den Spuren keinen Sinn. Das ist mir, dem Polizisten, aufgefallen. Wenn jetzt hier irgendwie was Jumpscare-mäßiges passiert, springe ich an die Decke. Es scheint niemand mehr da zu sein. Psychoaktive Substanz nachgewiesen. Schuhabdruckgröße 9,5 wird Spuren einer psychoaktiven Substanz. Beschädigtes Telefon. Hier ist es sehr dunkel. Freundliche Warnung. Maurice, ich schreibe dir, weil bei dir immer besetzt ist. Aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gesehen werden wollen. Es tut halt nichts dagegen, dass du diesen drei Schwachköpfen das Nuke abjagst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen, aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät, also änderst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei den Torchheads nicht funktionieren werden. Die sind nämlich total durchgeknallt. Maurice Wäscheplan. Okay. Gut, dass wir den hier auch gefunden haben.
Nun denn, folgen wir mal den Spuren hier. Okay, die Spur soll doch sein von dann dem Moment, wo jemand hier rausgegangen ist. Im Moment, hier oben war ich erst schon gucken. Ach, da kommen wir jetzt oben raus, wo wir erst mit der Leiter hoch sind, oder? Letzte Folge? Vorletzte Folge? Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Treason! Oh, shit, man! Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Das obere jetzt sage, springt er doch erst recht. You can die. The likelihood that the jump will not be fatal is 9%. And that was supposed to convince me? 9 out of 10 is almost a sure thing. See ya. Oh Gott. Aber er hat überlebt. Oder? Aber der andere, das mit dem Hinweis wäre doch... Ach so, na gut, wir hätten das natürlich dann so drehen können, dass er ja im Gefängnis sicherer ist. Ja, zu spät. Aber wir können jetzt Mainquest machen. Ziel erreicht. Ja. Gott, wir kriegen noch wieder so eine richtig schlechte Bewertung. Eine D oder so. Und dann kriegen wir bestimmt ein richtig schlechtes Finale. Ah ja. Dann bediene ich die Marktlücke und zeige die unschönen Enden. Weil sonst sieht man ja immer eher die perfekten Enden in Let's Plays. Hier waren wir doch auch schon mal. Wir kommen halt echt überall so auch hin. Wir hätten gar nicht großartig rumlaufen brauchen vorhin.
Geisterhaus betreten. Ich wiederhole mich. Wenn jetzt hier irgendwelche Jumpscares passieren. You need to be taught some manners. Ich hoffe, die kommen jetzt nur von einer Seite. Was flüstert denn hier die ganze Zeit? Ist ja widerlich. Aber gut, es ist auch ein Geisterhaus. Ich hänge an der Wand. Wow, was hat der für eine Waffe? Kann ich den Fernseher werfen? Junge! Warte, das ist... Da ist doch kein Typ oben, oder? Was auch immer das ist, ich kann es nicht töten. Okay, ich muss, glaube ich, hier durchrennen. Okay, wir haben jetzt mal getestet. Ich heile mich nicht auf 100% hoch. Ich glaube, eine Heilung sind 50%. Aber wo muss ich hinrennen? Ist das jetzt das erste Mal, dass wir sterben? Also, ich würde jetzt einmal Heilung nehmen. Tatsächlich. So, von wo kommen die jetzt? Let's give him a... Da oben. Nicht sterben, okay? Da um die Ecke ist einer. Laut hier Dingsbums oben Kompass. Noch einer. Der war das an dem Dingsi-Bumsi hier. Möchte Heilung. Bitte. Ich mag das nicht. Wenn ich nicht auf 100% geheilt bin. Könnte jetzt quasi hier an die Maschine, an das Maschinengewehr gehen. Gut. Ach, es war ein Schatten. Aber was ich sagen muss, was ich mag an dem Spiel, man hat unendlich Munition. Länge.
Ja, das Heilen ja gerade richtig viel gebracht. Ja, ich bin Schisser, okay? Ich bin nicht so ein... Ich renne jetzt einfach blind irgendwo rein und guck halt, ob da jemand ist, der auf mich schießt, sondern ich bin so ein... Ich gehe vorsichtig hier rein. Das ist doof. Lass mich. Ich hab grad da hochgeguckt, aber da komme ich, glaube ich, gar nicht hin, oder? Okay, hier stand erst einer, den haben wir abgeschossen. Irgendwas mit der Mauer. What the fuck? Warum? Sorry, kurz Panik. Och, was werfen die denn immer alle Granaten? Einer ist noch hier. Wird zumindest angezeigt. Aber wo? Oben? Ah. Okay. Machen wir hier Schluss an der Stelle. Da geht's gleich Actionland weiter in der nächsten Folge. Also morgen. Yay. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.